Mein Name ist Armin Schneider, ich bin Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften an der Hochschule hier in Koblenz. Die Zukunft ist immer mit sozialem Wandel verbunden und von daher die Gesellschaft ändert sich. In ganz Kleinen, in der Familie, bei dem Einzelnen, in Gruppen, in Gesellschaften. Von daher ist soziale Arbeit immer am Zahn der Zeit. Wir haben insgesamt in unserem Fachbereich Studiengänge im Bereich soziale Arbeit und auch Studiengänge im Bereich der Kindheitswissenschaften. In beiden Bereichen gibt es ständig auch Veränderungen. Die Hochschule Koblenz ist nicht nur eng auf ein oder zwei Fachbereiche beschränkt, sondern hat ein sehr weites Spektrum von künstlerischen Studiengängen, von wirtschaftswissenschaftlichen Ingenieurstudiengängen, sozialwissenschaftlichen Studiengängen. Und wir arbeiten mehr und mehr auch so von den Fachbereichen, dass wir auch sagen, so lass uns mal die Köpfe zusammenstecken. Was sind Zukunftsthemen? Nachhaltigkeit, Digitalisierung, ja, Virtualisierung. Wo können wir da voneinander profitieren? Und ich glaube, in diesem Klima, wo sehr viel Innovation passiert, wo sehr viele interessante Köpfe zusammenstoßen, macht es einfach Spaß, da auch nochmal weiterzudenken und daraus ja, herauszugehen und die Welt zu verändern. Was uns am Herzen liegt und was uns ganz, ganz wichtig ist, ist auch eine internationale Ausrichtung. Sehr wichtig ist, ist die enge Verzahnung mit der Praxis. Also durch Praktika, durch Praxisphasen sind unsere Studierenden sehr eng mit der Praxis verbunden und das zeigt sich auch nachher, dass da sehr viele Studierende auch übernommen werden. Mein Name ist Dina Bruchhäuser, ich studiere soziale Arbeit im Bachelorstudiengang und ich fand eben jetzt bei dem Studium speziell ganz schön, dass es sehr weitreichend ist, also dass man eben viele Themenbereiche kennenlernt und dementsprechend auch später bei der Berufswahl eben eine große Auswahl hat. Also die Berufsfelder sind total vielfältig, also man kann später arbeiten, beispielsweise bei der Bewährungshilfe, auch in Krankenhäusern, im Sozialdienst, in Justizvollzugsanstalten, beim Jugendamt. Ich würde sagen, die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt sind echt ganz gut. Also ich glaube, momentan werden auch einfach viele Leute gesucht. Und ja, ich denke, dass ich da ganz gute Chancen habe.